Ja, so viele Fragen gibt es zu Schrauben, die ich mich auch gestellt habe. Und ich bin zu SWG gefahren. Ja, ihr kennt die Schrauben auch unter Assi-Schrauben. Bewaffnet mit euren Fragen und es waren ein paar sehr spannende Antworten dabei. Dann haben wir die Fragen auch schon. Das sind eure Fragen. Luis, ja. Erste Frage, auch eine ganz wichtige Frage, die kriege ich auch ganz oft. Kann ich als Privatmann eure Schrauben kaufen? Ich sage mal so, die Firma Wirt ist ja dadurch groß geworden, dass sie an den Handwerk und an den Profi verkauft. Aber mittlerweile gibt es auch einzelne Shops. Zum Beispiel in Stuttgart ist einer, da kann man als Privatmann ein ausgewähltes Sortiment an Wirt-Produkten kaufen. Zum Aber Beispiel auch die Schraube in Stuttgart, ja. Also wenn ihr jetzt in Leverkusen, wer kennt es nicht, ja, Leverkusen wohnt, dann habe ich Pech gehabt, dann kriege ich die Schrauben nicht. Ob es in Leverkusen auch einen Store gibt, weiß ich jetzt nicht, aber es gibt ein paar ausgewählten Städten. Warum kann ich jetzt als Bastelfritz 13 nicht irgendwo in einen Wirtladen gehen und mir Schrauben kaufen? Was macht das für einen Sinn? Das ist halt die Exklusivität, die der Wirt nach wie vor wahrt und die Schrauben nur an die Profi-Anwender verkauft. Ja. So, nächste Frage, gibt es eine Schraubenart, die SWG erfunden hat? Eine Schraubenart, ja, die gibt's. Wir haben jetzt hier beispielsweise die Assi P mit einem Unterkopfgewinde. Die können wir uns mal hier anschauen. Unterkopfgewinde bedeutet, wenn ich sehe das hier, wozu soll das sein? Das hat eben den Vorteil, dass dadurch, dass die Schraube keinen großen Kopf hat und dadurch keinen Zusammenzieheffekt realisieren kann, hat man hier eine andere Gewindesteigung und dadurch zieht es die beiden Holzbauteile miteinander zusammen. Zeig mir das mal praktisch, dass ich mir das vorstellen kann. Ich kann mir jetzt gerade gerade vorstellen, was du meinst, wie das funktionieren soll. Wozu brauche ich das? Ja, die erste Frage ist, wozu brauche ich das überhaupt? Ja. Lass das mal kurz checken. Ich habe jetzt hier. Film ihn mal, er ist so geil. Er sitzt hier einfach so und chillt hier rum. Film ihn mal. So schaut es hier aus, ja. Wir drehen hier fleißig. Und dann weiß ich, hocken da noch zwei mehr. Die sind jetzt aber gerade ausgeflogen, gell? Das ist einfach geil. So ein ganzer Tross verfolgt uns immer. Aber jetzt passt gerade schon. Jetzt können wir die ACP nochmal anschauen. Also wir haben jetzt hier einen sehr kleinen Kopf. Wir haben keinen großen Kopf und dadurch haben wir keinen starken Zusammenzieheffekt. Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. Aber dadurch, dass es die Schraube dann reinzieht in die Platte, haben wir quasi diesen Effekt nicht. Und dazu ist das Gewinde da. Genau, man sieht auch hier, die Gewindesteigung ist hier niedriger als an der Spitze hier und dadurch zieht sie Bauteile gut zusammen. Ach, durch die Fläche quasi, die Fläche von dem Unterkopfgewinde, genau. Habe ich nochmal zusätzlich Zug, als ob ich eine Beilagscheibe oder einen größeren Kopf hätte. Genau, oder einen größeren Kopf hätte, richtig. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden, alles klar. Man sieht es jetzt hier, die Spitze trifft auf, dann hebt es das obere Bauteil. Jetzt schrauben wir mal weiter und sehen, was passiert. Ja, okay, ich merke auch schon, es hält sich schwer. Aha, okay. Und das ist quasi der Trick von diesem Unterkopfgewinde, genau. Dass die Anzugkraft der beiden Flächen höher ist als eine gleichwertige Schraube ohne Unterkopfgewinde, die weniger Anpressdruck hätte. Genau. Wie man jetzt gesehen hat, hat man hier einen sehr, sehr guten Anpressdruck, eben bedingt durch dieses Unterkopfgewinde. Anwendungszweck, wozu brauche ich so eine Schraube? Beispielsweise für 16er Platten, um die miteinander zu verschrauben. Hier haben wir jetzt zum Beispiel diese Plattenaufdoppelung, da wird die ganz, ganz gern genommen. Okay. Nächste Frage, das ist eine interessante Frage. Ich zerteile die Frage auch mal in mehrere Fragen, weil es drei sind. Was ist so teuer an den Assi-Schrauben? Das ist eine gute Frage, die stelle ich mir auch oft. Weil wir kennen ja diese Billig-Baumarkt-Schrauben und die hochwertigen Schrauben. Gibt es einen Unterschied und wo liegt der? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ja, wir haben jetzt hier zwei Schrauben, die sehen relativ ähnlich aus. Wir haben jetzt hier eine billige Schraube, die gibt es in jedem handelsüblichen Markt. Und hier haben wir die Assi-Schraube. Ich würde sagen, wir schrauben beide einfach mal ein, biegen sie um und dann sieht man auch das Rohmaterial, das wir verwenden. Evil-Schrauben. Schraub du mal die Assi-Schraube ein. Ich finde den Namen so geil, Leute. Machen wir hier, ja. Okay. Einfach mal bis nach dem Gewinde. Bis nach dem Gewinde? Genau. So. Gut, willst du die Baumarktschraube auch? Ja. Die Billigschraube. Die Billigschraube. Die hat natürlich, sieht man auch gleich hier. Hier habe ich jetzt einen ganz normalen Kreuzschlitz. Genau, einfach mal gleich weit einschrauben.
Gut. So. Man hat es ja auch gesehen, er ist kurz abgerutscht. Das zeigt auch nochmal den Vorteil von dem AW-Antrieb. Man rutscht nicht ab, der Passsitz ist deutlich besser. Ich mag den aber auch echt lieber. Ja. Genau aus dem Grund, weil du einfach, wenn du jetzt hier mit der Hand oder so, man kennt es ja, dann ist das Ding ein bisschen ausgelutscht oder so und dann dreht das. Ich mag das sowieso. Torx-Schrauben gibt es bei mir eigentlich nur noch in der Werkstatt. Ich nehme jetzt einfach mal die Billigschraube, man sieht es jetzt hier. Ach, die brechen dann tatsächlich. Oh, okay. Man hat es jetzt hier gesehen, vielleicht aus so einem Winkel ca. 45 Grad maximal. Können Sie es gleich jetzt mal bei der Assi-Schraube auch probieren und schauen mal, wie viel Grad die ca. hält. Die bricht gar nicht. Man sieht es hier, sie bricht gar nicht. Das ist eben der Vorteil von dem Rohmaterial, das wir verwenden. Wir verwenden ausschließlich europäische hochwertige Stähle. Zudem ist das Härteprogramm sehr gut abgestimmt. Also das Ziel ist immer, dass man relativ flexiblen, zähen Kern hat, aber das Gewinde und die Oberfläche trotzdem relativ hart ist, damit eben das Gewinde noch scharf bleibt und dass der Antrieb nicht ausbricht. Jetzt aber mal eine Frage. So, wenn ich jetzt so an uns Heimwerker denke, ist es ja, wenn ich jetzt sage, komm, ich nehme jetzt so eine Billig-Baumarktschraube und ich will zwei Platten verschrauben, dann brauche ich ja nicht unbedingt jetzt gerade die hochwertigste Schraube. Ja? Ich meine, da macht es Sinn, wenn ich jetzt irgendwie spezielle Anwendungen habe, dass ich sage, okay, komm, dann nehme ich eine hochwertige Schraube. Mhm. Aber wenn ich jetzt Bastelfritz 13 bin und ich schraube ein bisschen in meiner Werkstatt, sagst du dann, okay, komm, dann ist es in Ordnung, dass du mal für sowas Billigschrauben nimmst? Oder, oder anders gefragt, wo kann ich denn als Bastler, Heimwerker günstige Schrauben nehmen, ohne dass man sagt, das ist jetzt krass ein Unterschied? Ich zeig dir mal einen Unterschied, das ist auch ganz interessant. Also wir probieren jetzt mal, die zurückzubiegen, ob sie das auch aushält. Mein Handwerk ist, dass ich eine gewischt kriege. Schau mal her, du kannst das sogar zurückbiegen, ohne dass was passiert. Und jetzt nochmal der Vorteil zu so einer billigen Schraube. Du sagst, es gibt Anwendungen, wo man das nicht unbedingt braucht, aber jetzt zeige ich dir mal was. Wenn man jetzt hier reingeht in den Antrieb. Kann man sie trotzdem noch rausschrauben. Angeber. Ja, also das heißt im Endeffekt, also ich nehme da jetzt einfach nur mit, wenn ich jetzt ein Bastler bin daheim und ich schraube ein paar Platten aufeinander, dann kann ich vielleicht eine billige Schraube nehmen. Man muss ja ehrlich sein, es ist ja, ich bin 15 Jahre alt, bastel mit meinem Taschengeld, ja, dann kaufe ich mir nicht für 800 Euro, jetzt übertrieben gesagt, Schrauben. Ja, dann gehe ich in den Baumarkt und gucke, dass ich günstige Schrauben kriege. Wenn ich mal ein bisschen mehr Geld habe, dann kaufe ich mir hochwertige Schrauben. Kann man da irgendeinen Schluss sagen? Kann man sagen, wenn du irgendwie ein Haus konstruierst oder so, dann solltest du dir schon überlegen, dass du was Hochwertiges nimmst. Aber beim Basteln daheim in der Garage tut es auch was Billiges. Was würdest du sagen? Wo würdest du so eine kleine Grenze ziehen? Also ich würde auf jeden Fall sagen, wenn es wirklich um konstruktive Schrauben geht, um größere Schrauben, da würde ich wirklich nicht an der Schraube sparen. Ich meine, es ist auch deutlich angenehmer von der Handhabung und die Stabilität und Tragfähigkeit ist auch deutlich besser. Er hat so, man merkt, du, was bist du hier Verkäufer, gell? Man merkt, er hat so richtig so diesen, diese Schraube ist gut, sie ist lang, sie ist silber, sie dreht sich schnell rein und wieder raus, kaufen Sie diese Schraube. So, nächste Frage, warum gibt es so viele Arten von Köpfen? Das ist ja, glaube ich, einfach erklärt, oder? Ja, das ist abhängig von der Anwendung. Wir haben jetzt hier beispielsweise eine Scheibenkopfschraube. Das ist eben ein relativ großer Kopf. Der hat einen großen Kopfdurchmesser, eine breite Auflagefläche. Und dadurch kann man zwei Bauteile gut zusammenziehen. Also hier haben wir jetzt ein paar verschiedene Schrauben. Hier haben wir Schrauben mit einem kleinen Senkkopf. Die lassen sich super gut versenken. Dann haben wir hier beispielsweise so einen Terrassenkopf. Das ist so ein Linsensenkkopf. Das sieht halt sehr schön aus, wenn er eingeschraubt ist. Dann haben wir hier noch eine Scheibenkopfschraube liegen. Die hat eine relativ große Auflagefläche unter dem Kopf und dadurch eben einen sehr guten Zusammenzieheffekt zwischen den beiden Bauteilen und ist dadurch eben im konstruktiven Holzbau sehr gut geeignet. Das war wieder der schöne Werbetext vorgelesen, aber im Endeffekt heißt es ja, jetzt mal auf Bastlerdeutsch übersetzt, mit so einer Schraube, die eine große Fläche hat oben, erreiche ich einfach viel Anpressdruck, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Und mit so einer Schraube, die jetzt einen kleinen Kopf hat, wie diese Terrassenschraube, da erreiche ich, dass die sehr leicht sich im Holz versenkt und ich dadurch eben, ja, auch einen schönen Abschluss hat. Genau. Ein schönes Verschraubungsbild. Genau, ein schönes Verschraubungsbild. So, nächste Frage, ich formuliere sie mal ein bisschen um. Wozu gibt es Teilgewindeschrauben und wozu gibt es Vollgewindeschrauben? Habe ich auch lange nicht gewusst. Du hast schon zwei in der Hand. Ich zeige euch die mal. Man sieht hier Teilgewinde und hier ist das Vollgewinde mit dem Antrieb eben vorne dran.
So, wozu gibt es jetzt diese zwei verschiedenen Arten? Weil ich als Bastler habe nur Vollgewinde oder auch manche Teilgewinde. Ich habe lange nicht gewusst, wozu. Mhm. Aber das hat ja einen Grund. Ja, also die Vollgewindeschraube in dem kleinen Bereich ist in der Regel zum Beschläge befestigen und die Teilgewindeschraube ist in der Regel durch den Schaft, um zwei Bauteile miteinander zu verschrauben. Und der Schaft ist dann im oberen Bauteil und das Gewinde im unteren Bauteil und dadurch zieht es die gut zusammen. Probier's doch mal, nimm mal hier die Vollgewindeschraube. Das kennen wir ja, Leute, ja, wir wollen einen Kasten bauen oder irgendwas und dann kommt die Vollgewindeschraube, andere Richtung, Gruppe, dann kommt die Vollgewindeschraube. So, und dann sehen wir, das kennen wir alle Leute, oder? Wir haben hier unten einfach einen Spalt. Ja? Das ist im Normalfall auch der Grund. Ihr seht mich ja oft vorbohren. In der Sekunde, kann ich die Schraube mal kurz haben? Ja. In der Sekunde, in der ich vorbohre, schaffe ich ja, und bitte korrigiere mich, wenn ich irgendwas falsch sage, ja? Ich möchte ja keinen Blödsinn erzählen. In der Sekunde, in der ich vorbohre, ist es egal, ob ich Voll- oder Teilgewinde nehme, denn diese Schraube dreht in der oberen Platte mit leer und kann somit durch dieses Gewinde die obere Platte auf die untere ziehen. Wenn ich aber Vollgewinde habe, wie man hier sieht, dann ist das Ganze locker. Genau. Ich hoffe, man hat es jetzt irgendwie verstehen können. Jetzt nehme ich mal die Teilgewindeschraube, wo der Bit nicht passt. Aber das haben wir schnell gelöst, ja. Wir haben ja mehrere Akkuschrauber da. Ein bisschen weiter hinten. Ja. Machen wir hier. So, ich lasse es. Ihr seht, das steht auf oder das liegt nicht ganz auf. Und jetzt. So, und jetzt merke ich schon, das zieht richtig hin, das Brett. Also das ist jetzt, wie man sieht hier, locker und das ist fest. Jetzt die Frage, was wäre so eine klassische Anwendung für eine Vollgewindeschraube und was wäre eine klassische Anwendung für eine Teilgewindeschraube? Also wir können jetzt mal hier eine Anwendung an unserem Versuch anschauen. Das ist jetzt nicht die typische Heimwerker-Anwendung, aber das können geil. Wir uns mal anschauen. Das ist einfach geil, ja. Also schau, wir nehmen den Balken jetzt hier raus. Schau, da sitzen sie jetzt alle drei. Da sitzen sie alle drei da. Schau, wie sie da sitzen. Das ist nur ein Teil des Trosses. Reimt schon ab hier. Das ist ein Teil des Trosses. Also, was machen wir jetzt hier? Also, wir machen jetzt Folgendes. Wir haben jetzt hier. Zerbricht jetzt gleich. Zerbricht irgendwas? Ja, wir machen jetzt irgendwas kaputt. Das gibt's extra. Vergangenheitsform von Bersten? Birst, oder? Birst. Birstetier. Ja, Birstetier was? Egal. Also, wir haben jetzt hier eine Ausklinkung, 12 auf 12 cm. Die ist hier 6 cm ausgeklinkt. Was wir jetzt machen, ist, wir verstärken eine Seite mit den Vollgewindeschrauben. Und tun dann hier in der Mitte eine Kraft aufbringen und dann werden wir sehen, wo das dann bricht. Tun dann in der Mitte eine Kraft aufbringen. Der ist fast so gut in Deutsch wie ich. Wir tun dann eine Kraft ausbringen. Bin ich der Einzige, dessen Fachdeutsch war. Geil. Schwäbisch. Also, ich glaube, was das bringen soll, ist Folgendes, dass das Holz eben hier aufstützt. Ich erwarte, wenn ich hier drauf drücke, dass das hier hinten auseinanderbricht, würde ich jetzt erwarten, oder? Genau. Ja, der Truppi wieder weiß. Okay, dann. Und da, die Schraube, wenn wir jetzt da. Wenn wir eine Schraube nun eindrehen werden, erwarten wir dann hier keinen Ausriss? Nee, das wird dann hier brechen. Und hier schon. Auf geht's. Lass mich schrauben. Ruhig noch ein bisschen tiefer rein. Noch tiefer? Ja. Ja, genau. Ja, sorry, dass du. Ein bisschen zu kurz, die Dinger. Hätte ja längere, uns in der Produktion gibt's doch genug. Wir sind im Schwabenland hier, gell? Richtig. Da geizt die werden auch wieder rausgedreht. Die braucht. Die kann man nur brauchen. Ja. Also, auf geht's, komm. Ja. Checken wir es ab, ob es geht. Bin ja gespannt. So, ich gehe mal vor das Plexiglas. Ich darf jetzt pumpen. Du willst pumpen? Das macht er. Okay. Ich lasse pumpen. So. So, wir sehen jetzt hier oben den Druck ansteigen. Während er langsam, ja, man hört schon brechen, ja, 40, ja, und jetzt haben wir es gesehen bei ungefähr, ja, 43 oder so. Hier sehen wir einen Bruch. Sag du was, genau. Ich weiß gar nicht, ich bin ja bloß der arme Bastlersohn. Also wie man sieht, hier wurde das Holz im Querschnitt geschwächt und deshalb ist auch die Bruchstelle hier, weil die Seite haben wir ja verstärkt. Ja, das heißt das jetzt dann generell, ich husch mal da kurz rüber, ja. Heißt das jetzt, was ziehe ich jetzt für einen Schluss daraus? Wenn ich solche Ausklemmungen mache, muss ich es verstärken oder was bedeutet das jetzt? Also das Ziel ist ja, einen möglichst schlanken Querschnitt vom Holz zu nehmen und eben mit diesen 6 oder 5 Vollgewindeschrauben, die wir reingeschraubt haben, haben wir eben die Tragfähigkeit von dem Holz erhöht, sodass man einen schlankeren Querschnitt von dem Holz nehmen könnte. Ist das tatsächlich so gebräuchliche Praxis am Bau oder? Das wird schon so gemacht, ja. Das wird tatsächlich, also das ist
ist jetzt nicht irgendein Versuch, der so schön ausschaut im Video, sondern das wird am Bau praktikabel so verwendet oder also praktiziert. Was man, genau, praktikabel was man, praktiziert. Was man auch machen kann natürlich, ist, wenn man jetzt hier einen Riss hat, im Altbau zum Beispiel, dann kann man den Riss wieder zusammenziehen und dann eben mit Vollgewindeschrauben verstärken. Aber wir können es probieren, wenn du magst. Ja, gerne, gerne, gerne. Also wir hatten im Übrigen, während ihr hier gerade arbeitet, kann ich euch mal kurz sagen, wir hatten irgendwas um die, ja, Power 40, vielleicht kann der Stefan ja eine Zeitlupe oder irgendeinen Maximalwert reinschneiden. Wenn ja, kommt's jetzt. Kann ich euch schon sagen, wir hatten ungefähr 2 Tonnen Druck auf diesen Balken in der Mitte, der diesen Bruch verursacht hat. So, schauen wir mal, was du da retten genau, kannst. Genau, also wir versuchen jetzt auf jeden Fall. Teilgewinde. Genau. Habe ich gesehen, sehr weil. Gut. Und wir haben einen großen Kopf. Der Truppe, weil ich so blöd ist. Weil eben hier oben, wir wollen ja, dass das untere an das obere hingezogen wird und deswegen Teilgewinde, oder? Genau, richtig. Und einen großen Kopf, einen guten Zusammenzieheffekt. Das hast du aber schon gut gemeint, oder? Ja. Dass wir jetzt mehr als 2 Tonnen hinkriegen. Ich bin gespannt. Jetzt schauen wir mal. Jetzt pumpt mal die Truppe. Pump up the jam, pump it up. Why your feet are stomping. Man sieht, es wird wesentlich mehr. Ja, über 70 fast. Sind wir über 70, jetzt sind wir schon bei 3 Tonnen. Man sieht, das ist schon richtig gebogen. Also da ist wirklich richtig Kraft drauf. Also ihr seht, das ist, also, ja gut, jetzt ist es durch, aber man hat richtig gesehen, dass das Holz wirklich einen richtig krassen Bogen gemacht hat. Wie lange? Man hat auch gesehen, wir waren über 90 und 90 wären ca. 4 Tonnen, also der hat jetzt die doppelte Last gehalten als vorher und das, obwohl es ja hier schon gerissen war. Mhm. Und jetzt, wenn man jetzt mal hier sieht, klar, ich meine, jetzt ist natürlich das Holz rausgerissen, die Schrauben kann man nur rausschrauben, die nehmen wir nochmal. Die nehmen wir nochmal, sicher. Aber im Endeffekt haben wir... Durch diese Schraubengeschichte haben wir jetzt die Traglast mehr oder minder verdoppelt. Genau. Wenn man jetzt einen Schritt weiter denkt, da könnten wir jetzt auch zum Beispiel einen schlankeren Balken nehmen bei der gleichen Last und mit diesen Schrauben verstärken. Also, da spart man sich auch Holz wiederum. Alter, Fuchs, geil. Aber die Schrauben haben wir jetzt raus, die brauchen wir. Die nehmen wir. Nächste Frage, was ist der Unterschied zwischen Philips-Kopf und Potsy-Drive-Kopf? Ja, das kann der Michael dir erklären, der hat die Antriebsmodelle. Michael, du hast die Antriebsmodelle? Das ist richtig. So, die Frage war ja, was ist der Unterschied zwischen Philips und Potsy? Der Unterschied ist eigentlich relativ gering. Und zwar sieht man jetzt hier an dem Antrieb eben... Zeig es unseren Leuten, die müssen es unbedingt sehen. ...dass beim Philips Drive hier diese Flanken konisch nach innen zulaufen. Dadurch hat man auch diesen Effekt, dass man erkennt, wenn man eine Schraube reindreht, dass die Schraube durchrutscht, ja, weil eben durch diesen Konus... das Ganze nach außen gedrückt wird. Die Weiterentwicklung dazu ist eben dann der PZ-Antrieb. Das ist dann... Achso, den haben wir jetzt den nicht haben da. Wir jetzt nicht da. Wir blenden euch ein Foto ein. Genau. Beim PZ-Antrieb sind eben die Flanken gerade und dadurch hat man einfach einen größeren Kraftschluss und keine Kräfte, die nach außen rausdrücken. Also ist der weil ich, bei mir in der Werkstatt, sage ich dir ganz ehrlich, ich versuche immer die... Oder anders gesagt, wenn du... Das werden viele von euch kennen, wenn man wie hier... Ich leg das nochmal weg. Ihr kennt das bestimmt. Ihr seid in der Werkstatt, wollt eine Schraube rein rausdrehen und ihr habt eine PH-Schraube ohne diese Doppelflanke und ihr nehmt aber einen PZ-Schraubendreher. Weil dann kommt man nämlich in die Bedrängnis, dass der nicht wirklich passt. Der ist nicht kraftschlüssig oder auch andersrum. Ich habe einen PH und möchte in PZ. Das ist immer ein bisschen kacke. Ja. Man kann es eigentlich schon daran erkennen, dass ein PZ eben oben noch Zwischenflügel hat. Genau, das daran dann, kann man es dann schon erkennen. Das ist dann hier, da haben die dann diese Zwischenflügel. Wir blenden euch mal ein Bild ein, da seht ihr diese Zwischenflügel. Also muss man darauf achten, Philips Kopf mit Philips Schraube, logischerweise, und Potsy Drive Kopf mit Potsy Drive Bit. Ja. Potsy ist veraltet. Kann man so sagen. Okay. Es gibt eben noch Anwendungen, wo man einen sehr, sehr kleinen Kopf hat, zum Beispiel bei Nagelschrauben. Da wird noch ein Kreuzschlitz verwendet,
aus dem Grund, dass ich mit einem AW oder mit einem TX-Stempel eben nicht so weit in die Schraube rein kann. AW ist ja jetzt, sage ich mal, Marke ist jetzt falsch, aber Wirt-Bezeichnung, das ist ja, ich glaube, ein Wirt-eigener Bit. Richtig, der AW-Antrieb ist ein Wirt-eigener Antrieb. Der steht in Konkurrenz zum TX-Antrieb, kann man sagen. TX kennt ihr alle, ich zeige es euch mal. Das ist der ganz normale Torx, so wie in Canon. Kennen und lieben, sage ich mal, ganz normal. Ja, der wackelt auch ein bisschen, was aber nicht schlimm ist, um Gottes Willen. So, und dann gibt es eben diesen Wirt-Antrieb, diesen AW-Bit, den eure ASI-Schrauben haben. Und wo ist es daran jetzt besser oder schlechter? Oder? Der hat verschiedene Vorteile gegenüber von dem TX-Antrieb. Einmal sieht man hier läuft der konisch zu, während er hier gerade zuläuft. Und dadurch habe ich eben diesen Effekt, dass die Schraube deutlich besseren Passsitz hat. Wenn wir es mal vergleichen, fügst du hier rein und wackelst ein bisschen und ich hier. Hier habe ich wirklich einen Kraftschluss. Ja gut, das kennt man ja tatsächlich. Aber eine Frage habe ich noch. Wenn ich jetzt den Bit sehe, dann habe ich hier, oder bilde ich mir das ein, dass diese Flügel weniger hoch sind als bei einem Torx, oder bilde ich mir das ein? Also die Kraftübertragung ist nachher die gleiche. Man kann mit beiden Antrieben die gleiche Kraft übertragen. Ach so, das wäre meine nächste Frage gewesen. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass ich mit dem so und so viel Newtonmeter und der macht ein bisschen weniger. Ist das gleich? Gibt es besser, schlechter? Oder? Besser, schlechter gibt es so nicht, kann man nicht sagen. Weil die Schrauben können beide in jedem Fall eingeschraubt werden. Ja, das hoffe ich, dass man sie einschrauben kann. Was man natürlich noch für einen Vorteil hat, ist, das sieht man jetzt hier ganz gut. Wir haben jetzt hier einmal einen TX-Antrieb und einmal einen AW-Antrieb. Und das sieht das eben ist TX, hier, oder? Das ist der AW und das ist der TX. AW, genau. Ja. Man sieht es hier beim AW, vorne hat er noch so eine kleine Spitze, während der TX-Antrieb vorne flach ist. Und man hat eben da den großen Vorteil, dass die Schraube, dass der Bit sich so leicht in den Schraubenkopf hineinsucht. Das heißt, hier muss man immer genau treffen. Ah, okay. Und mit dem AW-Bit muss ich eben nur grob den Schraubenkopf treffen, der zentriert sich dann selber in die Schraube entsprechend rein. Dadurch kann ich eben einfach, gerade wenn ich viele Schrauben auf einmal verschraube, deutlich schneller einschrauben. Also ist es jetzt tatsächlich so, dass da, ja, jetzt mal blöd gesagt, aber dass da, ja, dass das, ja, kann man so sagen, dass das die Weiterentwicklung quasi von dem ist, ja, oder? Richtig. Er vereint verschiedene Vorteile und führt das Konzept vom TX eben weiter, indem er die Schwachstellen ausmerzt. Und dann wieder ähnlich wie beim Kreuzschlitz hat man hier eine gewisse Kompatibilität untereinander. Das heißt, ich kann auch, wenn ich jetzt nur TX-Bits daheim habe aber eine AW-Schraube, kann ich eben mit meinem TX-Bit auch die AW-Schraube reinschrauben. Ah. Das heißt, hier gibt es keine Probleme. Andersrum, was leider nicht geht, ist, dass ich die TX-Schraube mit einem AW-Bit einschrauben kann. Das habe ich aber nicht festgestellt gehabt. Nicht. Dass gerade durch diesen Konus. Aber das habe ich. Das verwundert mich jetzt, weil ich habe es, glaube ich, wirklich schon probiert. Aber dann habe ich mich wahrscheinlich schlecht erinnert, dass ich mit einem normalen Torx. Also das heißt, ich brauche dann gar nicht diesen speziellen Bit. Natürlich ist so, mit einem normalen TX-Bit hat man nicht diese Vorteile. Ja, ja, okay. Ja, also ja, für einen Notfall funktioniert es, zu empfehlen ist nicht unbedingt. Aber man hat eben diese Möglichkeit. Top. Gut zu wissen, gell? Nächste Frage. Mein Schraubendealer hat sein Sortiment von gelb verzinkten Schrauben geleert. Ist dem so, dass nur noch silber verzinkte Schrauben gibt, weil die anderen verboten werden würden? Das ist so richtig, kann man sagen. Und zwar bei der Herstellung eben von diesen gelb verzinkten Schrauben wird Chrom 6 eingesetzt. Chrom 6 ist giftig und krebserregend. Und eben um davon wegzukommen, wird vermehrt auf normal verzinkte umgestiegen. Das heißt, die wird es in kurzer Zeit nicht mehr geben? Nein. Okay. Nächste Frage. Es gibt ja Schrauben, bei denen man nicht vorbohren muss. Wie funktioniert das? Wo geht das Material hin? Das verpufft das Material. Nicht ganz. Und zwar hat man eben eine sogenannte Bohrspitze an der Schraube. Die sieht man jetzt hier. Profischer, ja? Wie die Hand dahin, dass es fokussiert. Ja, mal lernen. Die Bohrspitze funktioniert eigentlich wie ein Bohrer. Das heißt, das Material wird eben abgetragen und entsprechend ausgeworfen. Und dadurch muss ich eben die Schraube nicht vorbohren, weil eben der Bohrer schon in der Schraube integriert ist. Und das findet eben auch, dass nachher eben Risse im Holz entstehen. Aha, okay. Das können wir uns gleich mal angucken. Ja, zeig mal. Bin mal gespannt. Jetzt nehmen wir einmal hier einen normalen Kreuzschlitz mit einer normalen Spitze. Schrauben wir ein. Ja, und wir mal sehen gut. Direkt, sieht man springt hier, auf. Hier bricht es gleich. Genau. Wenn wir jetzt hingegen eine Schraube mit einer Bohrspitze nehmen, dann können wir die noch weiter am Rand einsetzen. Aber, jetzt hör auf. Das gibt's. Ja, da also man könnte es noch weiter am Rand einsetzen. Mark. Und hier haben wir eben den Vorteil von der Bohrspitze, dass ich eben nicht wieder umspannen muss auf einen Bohrer, sondern eben direkt so die Schraube einsetzen kann. Ach, das habe ich jetzt auch nicht. Ich habe immer gedacht, dass man Schrauben, die selbst bohren sind, dass die
nur für Bleche sind. Das ist nicht. Nee. Ach, die sind auch für Holz, für solche Anwendungen, dass Richtig. Ich nah an der Kante, oder was? Genau, ich kann ran näher verschrauben, aber wenn ich härteres Holz habe, muss ich ja sowieso vorbohren, zum Beispiel dann kann Hartholz? Ich die Schraube auch einsetzen. Richtig. Okay. Mir ist auch noch eine Frage eingefallen, die kommt Michael Truppe, ja, stellt auch eine Frage. Es gibt ja, glaube ich, spezielle Schrauben für MDF zum ja. Verschrauben. Habt ihr die da? So, das ist diese Schraube hier, die MDF-Schraube. Jetzt ist es, also ihr kennt es ja, ja. Also ich habe früher auch MDF verschraubt. Ja, ich habe mir einen Subwoofer gebaut, ja, und dann habe ich das aufeinander geschraubt. Und was ich festgestellt habe, ist, dass diese Schraube das MDF immer gespalten hat. Ich zeige euch das mal. Wir haben jetzt hier eine ganz normale Schraube, ja, also das ist die Schraube jetzt nicht geeignet dafür, weil das so eine Unterkopfschraube ist. Die Schraube jetzt mal rein. So, und ich hoffe, dass es jetzt auch, ja, genau das passiert nämlich, wenn du jetzt eine normale Schraube nimmst und jetzt kommt die spezielle Schraube. So, und hier spaltet eben nicht. Und das ist das Besondere an dieser, also die heißt, das ist eine MDF-Schraube dann quasi. Richtig. Und die ist gedacht dafür, MDF an der Kante zu verschrauben. Generell MDF zu verschrauben, aber auch an Kanten. Generell MDF, okay. Das, warum generell MDF? Weil ich kann ja mit so einer Schraube kann ich ja auch in die Fläche rein. Was heißt generell MDF? Ja, ich will ja auch nicht, wenn ich jetzt MDF verschraube und ich verschraube es am Rand und in der Fläche zwei verschiedene Schraubenarten mitnehmen. Das stimmt, okay. Also dann habe ich eine Schraubenart und die nehme ich eben dann entsprechend für alles. Alter Fuchs, du. Oder was gesprochen. Nächste Frage. Wie kann man lange Schrauben am besten eindrehen? Fett, Seife oder andere Möglichkeiten? An das habe ich noch gar nie gedacht. Fett, Seife. Macht das Sinn? Ich auch nicht, das macht aber wenig Sinn. Hochwertige Schrauben sind beschichtet mit einer Gleitbeschichtung. Das heißt, die Schraube dreht sich vollkommen ohne sonstige Hilfsmittel selbstständig sehr leicht ins Holz. Die sind beschichtet? Richtig. Das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst. Aber nur, also wenn ihr jetzt so, keine Ahnung, 4x40 habt, ist die dann auch beschichtet? Ja, die sind alle beschichtet. Ach so, ich habe gedacht, bei Größe. Warum macht man das? Einfach auch generell, um das Einschraubdrehmoment runterzubringen, weil je geringer das Einschraubdrehmoment, desto länger halt nachher auch mein Akku. Wollte ich gerade sagen, genau, wenn ich jetzt auf dem Dach bin und ich habe da einen Akku dabei und muss 1000 Schrauben verschrauben, dann muss ich meinen Akku vielleicht bloß nach 500 Schrauben wechseln, nicht nach 100 Schrauben. Und das ist auch mit dem Grund, warum eine Schraube ein Einmalprodukt ist und nicht mehrmals verwendet werden sollte, weil nach dem ersten Mal diese Gleitbeschichtung abgetragen wird. Sorry, dass ich jetzt so dumm tue, aber eine Schraube ist ja einmal, ist als Einmalprodukt gedacht. Richtig. Also man kann sie einschrauben, ausschrauben, man soll sie aber nicht ein zweites Mal wieder einschrauben. Wegen dieser Gleitbeschichtung? Wegen der Gleitbeschichtung. Auch um zu gewährleisten, dass die Schraube noch voll funktionsfähig ist. Was habt ihr da hinten noch? Ich sehe da noch irgendwas. Genau, da haben wir noch einen Versuch, wo man das auch nochmal einfach eindrucksvoll darstellen kann. Du darfst hier an den Schrauber, das hier ist die handelsübliche Schraube. Und das ist eine die handelsübliche Schraube, das war jetzt nett gesagt. Ich finde, handelsüblich heißt so... Und was? Jetzt bin ich mal gespannt. So, wir setzen jetzt beide mal an, wir schrauben aber noch nicht weiter. Okay, also nicht in ein Loch rein, sondern... Einfach mal... Ey, Struppi, andere Richtung, sonst dreht das Ding nicht rein. Na, so rum musst du, Struppi. Was ist jetzt los? Geht deine Maschine auch jetzt? Hast du sie hier gemacht? Können wir dann... Mach einfach weiter. Ja. Wie sind wir bei YouTube? Jetzt okay. So, jetzt fangen wir beide gleichzeitig an. Mal gucken, wer schneller ist. Okay. 3, 2, 1. Was los? Bei mir war mein Jetzt schraubt doch. Meine Maschine geht aus. Normal hast du. Du hast die Maschine präpariert, gibst du. Das sind die exakt gleichen Maschinen. Jetzt streng ich an. Das ist die Maschine! Gib mir einen Scheiß, die Maschine! Das ist doch die Schiebung! Herr Himmel, normal. Da hat man es jetzt schon mal gemerkt. So, ich habe meine leider komplett versenkt, ist aber kein Problem. Wir haben oben noch einen richtigen Antrieb drin. Dann kann ich einfach mit dem Akkuschrauber schrauben wir sie wieder raus. Die Maschine ist doch scheiße! Vorsicht mit Anlagen, wenn man jetzt nämlich sieht, oh, ich kann meine problemlos anlangen und hier.
Da sieht man auch wieder mit der Gleitbeschichtung. Ja, sprüh mal deine und an. Auch. Scheiße. Ach so. Okay, okay. Ach, ach, und das ist quasi diese... Hat verschiedene Gründe. Einmal ich komme mir vor wie bei QVC wieder so. So, und diese Schraube bekommen Sie jetzt im Tausenderpark für 18,99. Das ist ja, glaube ich, jetzt billig im Tausenderpark, oder? Da würde ich sie auch kaufen. Würde sie kaufen. Und das ist diese Gleitbeschichtung. Einmal haben wir die Gleitbeschichtung, Gleitbeschichtung bei der Schraube hier. Zum anderen haben wir noch den Schaftfräser, der eben diesen Schaft frei fräst, dass ich hinten weniger Reibung habe. Und auch hier hinten einen verringerten Schaftdurchmesser. Also die Beschichtung, die Gleitfix-Beschichtung ist bei allen Schrauben Gleitfix? Identisch. Gleitfix nennt sich. Ach, die hat auch einen speziellen Namen. Ja. Der ist wahrscheinlich geschützt, oder? Oder? Ist der geschützt? Wer weiß, wer weiß. Aha, okay, das heißt, eine Beschichtung fits all. Richtig. Okay, super. Ich sag ganz lieben Dank. Ich bedanke mich. Aua, aua, aua! Ha Gott, das Ding ist ja echt heiß. Also danke dir. Mach's gut, ciao. Tschüss. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt. Ich darf Danke sagen fürs Zuschauen. Leute, macht es gut. Bis die Tage. Servus.